Der Handel in deutschen Landen sei frei. Ja, das wusste er, aber... Aber da versperrte ein Schlagbaum den Weg. Er hatte als Pfand seine beiden besten Pferde zurücklassen müssen. Aber... Das ist doch nicht möglich. Ich will meine wohlgenährten und gesunden Pferde wiederhaben. Der Junker stieg vom Pferd. Wenn der Herr Arsch die Pferde nicht wieder nehmen will, so mag er es bleiben lassen. Andererseits aber hört er überall, wo er auf seinem Heimweg einkehrte, von den Ungerechtigkeiten, die Reisenden auf der Tronkenburg angetan wurden. Wenn also der ganze Vorfall, wie es den Anschein hatte, ein abgekatertes Spiel war, dann würde er mit allen Kräften Genugtuung für die erlittene Kränkung fordern. Sobald er seine Frau beerdigt hatte, verkaufte er das Haus und schickte seine Kinder in einem Wagen über die Grenze. Er rief bei Einbruch der Nacht Herse und 7 Knechte zusammen, bewaffnete sie und ritt zur Tronkenburg. Wo ist der Junker Wenzel von Tronka?